ich bin hier jetzt wieder in Angkor Wat, diesmal am Prirup-Tempel und ich weiß sogar den Namen. Bin schon wieder fast alleine hier, weil das der erste Tempel ist, den ich besuche. Es ist gerade 7:30. Ja, und dann geht es heute auf die große Tour. Ich trinke schön viel, kaufe bestimmt zwischendurch einen Hut und werde euch so ein bisschen zeigen, wie das hier ausschaut. Mal wieder auf große Tempelentdeckungstour. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao! Das Coole heute ist, die Sonne scheint nicht wirklich. Es ist halt bedeckt und das ist halt richtig gut, weil dann knallt das nicht so und das ist wenigstens angenehmer zu laufen. So. Also ich bin mega happy darüber und meinetwegen kann das heute auch so bleiben, weil das wäre sonst einfach zu krass und so kann ich das gut durchhalten. Ja, jetzt bin ich schon beim 1, 2, 3, ich glaube beim vierten Tempel. Mann, die Sonne ist doch scheiße heute. Jetzt ist die innerhalb von Sekunden rausgekommen. Hier im Hintergrund seht ihr den nächsten Tempel, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich schreibe es einfach unten wieder drunter. Ach Gott, und ist eigentlich scheiße gerade. Meine Hose rutscht wie blöd. Oh nein, ich habe nicht abgenommen. Ich glaube, das glitscht einfach nur mehr, weil ich die ganze Zeit schwitze am Hintern. Und keine Ahnung. Ich zucke mir hier immer alles zurecht, aber es ist total anstrengend. Und macht so auch keinen Spaß. Das ist jetzt der Weg, den ich wieder zurücklaufe zum Tuk-Tuk. Und dann geht's zum nächsten Tempel. Was ist ein Wunder. Oh, ich hoffe, die Quad-Tour wird morgen gut. Jetzt kriege ich, glaube ich, einen Kollaps hier. Ja, aber weiß ich, hat sich jetzt die zweite Runde gelohnt, also bis jetzt noch nicht. Bis jetzt fand ich die kleine Runde definitiv besser von den Tempeln her. Ja, also bis jetzt vermisse ich nichts, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte. Glaube ich. Aber es ist Ansichtssache. Ich glaube, anderen gefällt die zweite Tour vielleicht besser, I don't know. Aber ich glaube, die $20, die ich jetzt bezahle dafür, die hätte ich auch, glaube ich, in 8 Abendessen investieren können. So günstig ist das Abendessen hier. Ja. Ich erschlag meinen Fahrer gleich. Ich frage den extra, ja, ist das ein langer Weg? So wie der von vorhin. Nein, nein, der ist nicht so lang. Jetzt laufe ich hier schon, keine Ahnung, 10 Minuten rum. Nur um von einem Tor zu dem anderen zu kommen. Gott sei Dank im Schatten. Aber ich glaube, oh, ich kriege die Krise bei dem, ehrlich. Das ist sicher schon wieder Pech mit den Fahrern. Die anderen Fahrer erklären den Leuten was auf Englisch über die Tempel. Keine Ahnung, der ist so, oh, schon alleine gestern, die ist von wegen fragen, ob ich dem Geld leihe. Da kriege ich schon, sowas kann ich gar nicht. Naja, ziehe ich das heute noch durch und dann fahre ich auch nicht mehr mit dem. Gebe ich dem nachher, weiß ich, $2 Trinkgeld und das war's dann. Und da suche ich mir für Montagmorgen für den Sonnenaufgang. Suche ich mir dann auf jeden Fall einen anderen Fahrer, weil ich habe auf den so gar keinen Bock mehr. Und ich sehe schon wieder einen anderen Tempel. Yay! Ich kann keine Tempel mehr sehen. Das ist genauso, als wo ich in den USA war. Und alles, was so mittlere Geschichte ist, so Utah, Arizona, halt alles zusammengepresst. Und du hast irgendwie 2 Wochen lang nur Steine gesehen. Zwar in unterschiedlichen Farben und Formen, aber es waren immer Steine. Ich konnte nachher keine Steine mehr sehen. Das ist halt, ja, wenn man zu viel von einem hat, ist das auch nicht geil. Aber
Da sieht das richtig cool aus. Weil das hier so ein bisschen im Dschungel steht. Das zeige ich euch jetzt mal. Diesen Tempel hier finde ich richtig geil, weil der so komplett umwachsen ist von Bäumen. Das sieht voll schön aus. Was ein bisschen schweißtreibend ist, wenn man bei der Hitze sich unter so einem Riesenbaum fotografieren möchte. Die Kamera aber so weit weg steht, sodass man 10 Sekunden Zeit hat, da hinzurennen, sich in Pose zu stellen und zu warten, bis das Foto gemacht worden ist. Dann hab ich schweißnass. Also das ist echt krass, was man nicht alles so für Fotos auf sich nimmt. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein paar mega schöne Fotos, weil das finde ich richtig geil, diesen Tempel. Ich blende euch den Namen mal ein, weil wenn ihr mal in Kambodscha seid, solltet ihr definitiv diesen Tempel besuchen. Und dafür lohnt sich ja auch schon wieder die große Runde zu machen. Weil der ist richtig cool. Finde ich auch schon fast besser als Tha Prom, wo Angelina Jolie Tomb Raider gedreht hat. Weil der hier richtig cool ist. Hallo zusammen, ich liege jetzt wieder mal am Pool nach der großen Runde. Ich bin früher zurück, habe dann auch ganz schnell den Fahrer abgebügelt und bin dann ins Zimmer und habe mich fertig gemacht für den Pool. Der war da total verdattert und wollte noch die nächsten Tage das mit dem Fahrer und ich so, nö, ich brauche keinen mehr und danke und auf Wiedersehen. Jetzt habe ich hier gerade am Pool noch eine weitere Solo-Travelerin kennengelernt aus Schweden, die in Australien lebt. Und wir gehen heute zusammen was essen. Endlich mal nicht alleine essen. This is Sarah. And this is our $8. I don't know what it is. Red Hospital set for $8. Do you see that? All with alcohol and stuff like that. That's very tasty. Ich beende das Video für heute. Wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder nach der Quad-Tour oder bei der Quad-Tour. Und bis dahin, esst lecker und bekomme Fat One. Macht's gut, bye.